Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ja Leute, ihr seht es schon im Hintergrund, wir gehen heute rein in die nächste FM-Karriere-Modus-Episode mit dem FC Energie Cottbus und wir machen heute den Monat Februar komplett durch. Die ein gutes Auge haben und aufmerksam auf den Bildschirm gucken, sehen, dass ich rechts unten schon zwei, Vertragsangebote rausgeschickt habe. Eins an Sabret Sink und eins an Alfons König. Denn die beiden könnten eine gute Rolle in meiner Kaderplanung nächstes Jahr spielen. König wird ablösefrei, beide werden ablösefrei sein. König hatten wir ja damals aus der eigenen Jugend hochgezogen. Ein 8-Sterne-Talent, der wollte ja relativ frühzeitig dann weg. Den haben wir damals für 185.000 verkauft. Das war für uns damals sehr viel Kohle und der war auch damals nicht so krass bewährt. Will jetzt scheinbar auch weg von Braunschweig, zumindest haben die den Vertrag nicht verlängert. Und der ist mega geil einsetzbar, Linksverteidiger, Rechtsverteidiger und auch in der Innenverteidigung könnte er ein bisschen spielen zumindest. Aber der ist halt auch mit der Grundstärke schon auf einer 67, was halt schon richtig krass ist. Mit dem Talent und gerade mal 20, das ist einfach nur wild. Dementsprechend werden wir den natürlich versuchen wiederzuholen. Der würde dann natürlich Nanzig ersetzen, beziehungsweise je nachdem halt, auf welcher Seite wir ihn einsetzen wollen. Vielleicht auch De Vernage oder so rechts, mal schauen. Auf jeden Fall wäre dann ein junger Linksverteidiger, der Stammspielerqualität hat. Und das wäre mega geil, auch vom Talent her ein krasser Spieler. Den würden wir dann hinten in der Abwehr einplanen können, halt als einen der beiden Außenverteidiger. Sink hingegen, der kann Zehner spielen, da haben wir jetzt halt Traoré. Aber der kann halt auch fast so genauso gut rechter Flügel spielen. Wenn die Moral noch ein bisschen besser ist, dann ist er da sogar auch auf eine 68. Mit Erfahrung dann noch ein bisschen sogar auf 69 schon, Stand jetzt, wäre auch ablösefrei, hat auch eine gute Stärke, ist fast an der 70 dran, wie gesagt, und es wäre sogar jetzt im Vergleich zu Bachmann sogar noch eine Verbesserung. Ich würde das dann halt so einplanen, weil Bachmann ist ja dann nächstes Jahr weg, ich glaube, den habe ich nur für diese eine Saison ausgeliehen, genau, werden wir uns eh nicht leisten können. Auf der anderen Seite, Mamba wird auch wieder zurückgehen erstmal. Könnte man überlegen, ob man sich den wieder zurückholt, ich würde es persönlich feiern, weil ich Mamba einfach feiere irgendwie. Da muss man halt gucken, ob es sich lohnt. Werden wir dann sehen. Auf jeden Fall könnten wir hier dann den Möller spielen lassen, den wir ja schon safe geholt haben auf links. Und auf rechts dann Sink. Und dann hätten wir da auch schon mal ausgesorgt quasi. Dann wären wir da auch schon mal ausgeplant. Im Mittelfeld sind wir sehr gut aufgestellt mit Traoré, Eggestein und David. Die sind alle auch sehr gut jung und haben eine gute Stärke. Knipping und Balerdi hinten ist auch eine interessante Kombi für den Anfang. Knipping kann man dann vielleicht irgendwann mal auch ersetzen. Und auf der Rechtsverteidigerposition sich auch nochmal umschauen. Und ja, Schubert im Tor lässt ja auch im Moment eigentlich keine Probleme, haben wir eigentlich auch im Moment keine Probleme mit. Na gut, der ist halt auch so stark durch die Form natürlich, hat aber auch so eine Grundstärke von 68, was auch erstmal in Ordnung ist. Und er wird es ja vielleicht auch hoffentlich noch verbessern. So, dementsprechend sieht meine Kaderplanung aus, wollte ich euch nur einmal mitteilen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich rein in das Spiel gegen Aue und gucken, was da so geht. Durch die aktuelle Form sind wir sogar die viertstärkste Mannschaft der Liga, was die Gesamtstärke angeht. Ist auf jeden Fall mega krass. Freut mich auch. Form hilft da, wie gesagt, natürlich ordentlich mit. Aber solange die Form noch so gut ist, nehmen wir das natürlich auch gerne mit, dass wir da uns einordnen können. Mal schauen, was hier so geht gegen Aue. Die sind relativ weit hinten, auch was die Gesamtstärke angeht. Irgendwie 15. oder so. Hoffentlich werden wir jetzt hier dementsprechend dann auch auftreten können. Und wir liegen direkt mal hinten. Das geht so nicht. Tut weh, Schubert direkt bei dem Gegentor, beziehungsweise kann er halt nichts machen, ist halt, ne, machtlos dann am Ende. 16. Saisontor für Miguel de la Fuente, auch krasser Torjäger anscheinend. Machen wir den direkt mal rein hier. Wir haben eine Chance durch Vrid direkt wieder, der abzieht aus 16 Metern. Allerdings vorbei das Ding, schade auf jeden Fall. Wir tauschen sogar die Plätze, stand jetzt mit Aue, wenn es so bleiben würde. Stand jetzt, wie gesagt, David zu Vrid. Okay, und der macht das Ding eiskalt rein. Einfach so, ansatzlos, ohne dass da noch viel mehr nachkommt. Ja, 22. Saisontor, dritte Vorlage David. Vrid ist on fire und das auch bei uns immer noch. Voll krass, was der da zusammenschießt einfach in der Liga. 22 Tore jetzt schon in 21 Spielen. Ganz kranke Aktion auf jeden Fall. Und der hat wahrscheinlich nicht mal, also kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht auch ein, zwei Spiele nicht gemacht hat dann bei Bielefeld oder so. Also dass er vielleicht mal verletzt war oder so, keine Ahnung. Also ganz wilde Nummer. Chance jetzt hier durch eine Ecke. Und er kann die klären. Balerdi, let's go. Balerdi kann das Ding klären. Sehr nice. Nächste Chance für uns.
Aber Kali kann diesmal Vrid nach außen abdrängen. Noten sehen gar nicht mal so gut aus, muss man sagen. Gut, wir hatten jetzt aber auch noch nicht allzu viele Chancen. Dementsprechend, ja, kann er jetzt nicht, noch nicht so viel gut aussehen, muss man auch sagen, ne? Tausendstes Auswärtsspiel bei einem Auer-Fan, okay. Sehr interessant auf jeden Fall. Lass uns so weitermachen, fügt sich alles zusammen. Wir haben minimal mehr Ballbesitz. Ansonsten ist es ein mega ausgeglichenes Spiel. Wir motivieren mal hier ein bisschen, dass auch das Selbstvertrauen von Traoré endlich hochgehen sollte dann, ne? Wäre auf jeden Fall nicht so schlecht, dann motivieren wir hier nochmal. Können auch eine Abwehr nochmal motivieren. So, geht auch das Selbstvertrauen bei Knipping nochmal nach oben. Und Mamba, Balerdi und Traoré leider nicht, weil ich mich verklickt habe. Schade. Bekommen die Massagen, wollte ich sagen. Dann kann der Spielmann mal wieder auch spielen dann für Traoré. Jetzt wäre sowieso besser. Und wir haben direkt vielleicht hier den Konter und das ist sogar für uns. Let's go. Mamba läuft auch Manel zu. Bitte Mamba machen einfach. Ach man, das ist so klar, Alter. Das ist so klar. Warum nicht ein Vrid, ey? Warum ist da nicht der Vrid gewesen? Ah, na egal. Manel mit der Parade. Es geht auf jeden Fall schon mal gut los in der zweiten Halbzeit. Das freut mich. Und wir haben direkt die Chance gegen uns. Güral. Aber Schubert ist da und kann vor dem Angreifer klären. Wir direkt mal mit einer guten Chance wieder. Traoré auf Bachmann. Der verzieht aber das Ding. Schade. Traoré legt gut ab scheinbar. Gelbe Karte für Eggestein ist natürlich auch nicht so nice. Ich mag das immer nicht, wenn meine Mittelfeldspieler und so schon gelb vorbelastet sind. Oh, vorne ist es nochmal eine andere Geschichte, aber hinten auch mit Nanzig jetzt immer kritisch. Vor allem nach der Devernage-Aktion im letzten Video. Let's go. Heiligen Hackentrick ist, glaube ich, sehr gut. Und 2 zu 1, let's go. Vrid mit der Vorlage für Bachmann. Traoré davor schön eingeleitet mit einem Lupfer in den 16er. Ganz, ganz nice. 8. Saisontor auch schon für Bachmann, muss man sagen. Das ist halt auch krass einfach. Das ist halt einfach auch krass. Wir wechseln dann auf jeden Fall. Stiepermann kommt rein. Ich würde auch mal gerne wieder Edzold bringen, wenn ich ehrlich. Er kann halt auch auf links spielen, theoretisch. Beziehungsweise auch auf rechts. Dann bringen wir den mal für Bachmann rein. Dass Edzold auch mal wieder ein bisschen Spielzeit bekommt einfach. Hat auch eine 60, wie ihr gesehen habt. Also der verbessert sich sogar immer nebenbei noch ein bisschen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Hätte ihn ja gerne verliehen, aber irgendwie wollte den keiner ausleihen, was ich nicht so ganz verstehe. In der 3. Liga wäre der ja eigentlich auch ein Stammspieler gewesen. Aber okay. Muss man nicht. Steckst halt nicht drin, ne? Steckst halt nicht drin. Dann kommt Adelung noch für Eggestein. Ist mir lieber, ne, wenn er dann rausgeht. Da ist zwar auch von der Frische nicht ganz so krass, aber hat zumindest keine gelbe Karte. Und schon wieder David auf Vrid und der macht so ansatzlos das 3 zu 1, Alter. Let's go, super. Viele Vorlage für David. Und der 23. Treffer schon für Vrid einfach. Zu krass, Mann, zu krass. Und wir steigen damit, oder wir klettern damit sogar einen Platz nach vorne auf den 7. im Moment. Wenn wir noch 4 Tore machen, dann können wir sogar mit Augsburg vom Torverhältnis gleich ziehen. Ist ja drin, ne? Ne, aber es läuft auf jeden Fall mega gut. Da bin ich sehr zufrieden mit. Und es gibt eine gefährliche Freistoßsituation und die gelbe Karte für David. Aua mit dem Freistoß. Gute Chance war es sogar. Außerhalb linker Position, aber weit übers Tor. Okay. Alles gut. Alles gut. Wir haben nochmal die Möglichkeit hier, eine Großchance sogar, let's go, Edzold flankt von rechts. Vrid. Okay. Ah, Stiepermann, Konzentration. Schade, Edzold schön eingeleitet, das freut mich auch. Stiepermann jetzt mit der Ecke, auf den Kopf von Balerdi. Und das ist das Tor, oder? Let's go, 4 zu 1, Stiepermann macht zumindest den Assist noch klar, nachdem er hier das Tor vergeben hat. Und Balerdis erstes Saisontor und erstes Tor auch dann für uns natürlich. Richtig nice, 4. Vorlage auch für Stiepermann, das freut mich auch. Der sammelt auch fleißig die Assists und damit haben wir sogar unser Torverhältnis ausgeglichen. 33 zu 33, ist auf jeden Fall in Ordnung. Wir bleiben oder wir klettern sogar hoch auf den 7. Platz mit diesem Sieg. Ja, brauchen wir nichts machen hier. Hier gibt es keine Strafe für den guten Eggestein. 1,0 sogar bei Stiepermann, holy shit, Alter, was ist mit der Teamleistung? Ah, war nicht mal die krasseste. Ich glaube, overall war es jetzt auch nicht so wild. Aber es ist auf jeden Fall mit einigen starken Spielern, also Schiebermann 1,0 auch. Freut mich. Vrid einfach 2 Tore, eine Vorlage, Alter. Das ist natürlich immer noch einfach der beste Stürmer der Liga. Kannst du auch keinem erzählen. Auch 4 Vorlagen, Alter. Maxim der beste Vorlagengeber. Eggestein von uns sogar mit 5 und auch David hat 4. Ja, sieht auf jeden Fall gut aus, würde ich sagen. War ein nicer und wichtiger Sieg auch gegen Aue hier direkt. 4 zu 1.
kann man mitnehmen, würde ich sagen. Wir bekommen erneut ein Angebot für David für 900.000, was halt sein Marktwert ist. Aber ich würde sagen, das lehnen wir mal ab. Ich habe eigentlich nicht vor, ihn zu verkaufen. Upsa. Falco und Michael habe ich nochmal gescoutet. Und jetzt wird es halt spannend. Ich weiß nicht, ob das heißt, dass sie zu uns kommen oder nicht. Ja, denkt mal schon, ne? Let's go. Wir kriegen Alfons König und auch Sabret Sink für die nächste Saison. Das ist halt mega nice. Das ist ja für Scorer 2 Tore, 2 Vorlagen, 12 Spielen. Ist jetzt nicht mal so krass. Aber ich bin mal gespannt, wie der denn bei uns sein wird. Alfons König natürlich, wie gesagt, ein König-Transfer. Aber auch eine Rückholaktion. Richtig sick aus der eigenen Jugendkammer, ja. Für 3 Jahre war er sogar bei uns. Krass. Also für 3 Saisons. Das habe ich gar nicht mehr so krass auf dem Schirm. Das hätte auch schon, also ich weiß gar nicht, wann habe ich mit der Serie hier angefangen. War schon wieder eine ordentliche Weile her. Du trainierst sensationell, das können wir ihm auch sagen. Und wir können ihm auch sagen, er soll sich um Traoré kümmern. Das ist auf jeden Fall auch nice to know, falls er mal Probleme haben sollte. So, let's go. Und dann hat die zweite Mannschaft sogar ein Spiel, sehe ich gerade. Will ich nur mal kurz gucken. Ich meine, die sind ja eh relativ abgeschlagen, ne? Also... Wir haben halt auf jeden Fall ein paar junge Spieler da drin, die sich entwickeln können, dadurch, dass sie spielen. Das ist auf jeden Fall wichtig und nice. Aber die haben jetzt nicht so... Oh, guck mal, Bachmann ist sogar auch mit 8 Toren in der Torschützenliste rechts eingetragen. Sehr interessant. Ja. Genau. So viel auf jeden Fall dazu. Unsere Mannschaft verliert auch... Unsere zweite verliert auch 3-0. Sehr nice. Wir sind ja, wie gesagt, 7. in der Tabelle und haben im Moment auch die 7. stärkste Mannschaft der Liga. Passt dementsprechend auf jeden Fall perfekt. Der FM-Experte hier tippt 2-0 für Bielefeld, die natürlich vorne mit im Aufstiegsrennen krass dabei sind. Wobei die so ein bisschen den Anschluss zum 2. verloren haben. Das sind einfach 9 Punkte mittlerweile. Und nur noch 4 Punkte auf Augsburg auf 4. Das ist auf jeden Fall nicht mehr so eindeutig. Ich glaube, das war zur Winterpause noch ein bisschen eindeutiger. Haben die jetzt vielleicht ein kleines Formtief? Wie dem auch sei, wir haben ja Bielefeld unter anderem auch ihren besten Torschützen weggenommen. Das darf man nicht vergessen. Macht keinen Unterschied, denn Hartl macht hier direkt das Tor. Das geht so nicht. Bitter. Bitter, bitter, bitter. Ich kann ja gerade mal gucken. Die haben verloren und unentschieden gespielt. Und davor gegen Augsburg gewonnen und gegen Aue. Ja gut. Also geht schlechter auf jeden Fall. Geht aber auch, denke ich mal, für Bielefeld besser. Wobei die jetzt hier direkt 2-0 führen. Ja. Geht drauf. Ja, was soll ich sagen? Vogelsammer, der auch schon 7 Tore hat. Wenn du überlegst, dass ein Vrid bei denen auch 17 Tore oder so gemacht hat, ist das schon krass. Und bitte nicht, dass... Ach, come on, hör auf, Alter. Hör auf. Okay, let's go, kein Tor. Ey, Digga, was machen die hier? Oder was macht meine Mannschaft hier? Einfach komplett am Verpennen den Anfang. Scheiße, Mann. Ja. Ja, wir wirken Wiese Petrich, warum auch nicht, also... Ach, nee. Ach, danke schön. Danke, Schubert, dass du das Ding hältst. Kals hat sogar wie eine gute Note und das als Rechtsverteidiger, also... Der spielt da echt gut die ganze Zeit, ne? Obwohl die ganze Mannschaft eigentlich scheiße spielt, spielt er da sogar auch ganz gut scheinbar. Ja. Jetzt mal eine kleine Chance für uns. Gibt einen Eckstoß, herzlichen Glückwunsch. Stiebermann, der von Anfang an heute spielt, darf das Ding treten. Und ja, Klevin fängt ihn halt sicher ab. GG. Ja gut, also das hat sich zumindest ein bisschen eingepegelt hier. Ich dachte wirklich, wir werden hier wieder, weiß ich nicht wie hoch, aus dem Stadion geschossen, nachdem wir da nach 11 Minuten schon 2-0 hinten lagen, hier das 3-0 fast passiert wäre. Ja, ich sag nochmal, geht drauf. Aber im Moment, also wie gesagt, wir haben zumindest ein bisschen das Spiel beruhigen können scheinbar, dass es jetzt nicht ganz komplett so in die Richtung geht, dass wir abgeschossen werden. Ballbesitz halt trotzdem krass auf der Seite von Bielefeld. Scheiße, Mann. Und es gibt nochmal eine gute Freistoßposition für die Arminia. Hartherz. Einfach mit Gewalt. Okay, er pariert. Let's go. Schubert ist da. Und pariert das Ding. Guck mal, die haben sogar ein paar Schiedsrichter hier mit Bild mittlerweile eingefügt. Kann sein, dass es nicht das erste Mal ist, dass es jetzt hier angezeigt wird, aber es fällt mir gerade zum ersten Mal mit auf. Los, zeigt es ihnen. Wir haben nicht einen Schuss aufs Tor, Alter. Das tut so weh. 39% Ballbesitz. Oha. Oha. Stiebermann kritisieren wir mal. Wir können zumindest Valerdi loben, der scheinbar ein gutes Spiel macht. Wir können David kritisieren. Motivieren nochmal unsere Offensive hier. Okay. Na, guck mal, Traoré hat mittlerweile auch ein hohes Selbstvertrauen. Das ist auf jeden Fall auch schon mal nice und wichtig. Kriegt jetzt hier natürlich hoffentlich auch mal die Massage. So,
Und dann hoffen wir, ja, das darf uns nicht passieren. Stimmung ist gut, Teamwork ist eigentlich auch ganz okay, dass wir in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser auftreten können. Dafür müsste aber erstmal was passieren. Okay, gelb-rot, das ist sehr nice. Das ist sehr nice. Wir erhöhen auf jeden Fall mal ein bisschen Pressing und alles drum und dran hier. Ich glaube, das könnte ganz gut helfen. Geht drauf, sage ich. Eggestein spitzt die Kugel vors Tor und wir bekommen immer eine Ecke. Let's go. Come on, wir sind ein Mann mehr, Alter. Das muss doch klappen jetzt. Okay, die Ecke war schon mal nicht da. Schade an der Stelle. Machst du nix. Ja, let's go. Wir haben eine große Chance. Und das ist das 2 zu 1. Nice one. Wieder Traoré mit der Ablage und diesmal Bachmann erneut mit dem Treffer. 9. Saisontor für ihn. Also eine richtig krasse Leihgabe an der Stelle auch. Der funktioniert richtig gut. 9. Saisontor. 2. Vorlage bereits für Traoré auch. Sehr, sehr nice. Ich würde sagen, wir bringen auch dann Michel rein für Stiepermann. Der da heute wirklich gar nicht reinkommt. Ja, wir könnten halt noch Edzold bringen. Ruhe bewahren, das bringt ja nichts. Das bringt halt wirklich nichts, wenn man sich da aufregt an der Stelle. Dementsprechend, ja. Wechseln wir jetzt nochmal. Nehmen Traoré runter, bringen Edzold. Der jetzt hängende Spitze. Bitte reingeht. Danke. Nehmen wir David noch runter und bringen German. Der kann auch mal wieder ein bisschen spielen. Ja. Also es läuft halt gerade nicht mehr so wirklich gut nach vorne scheinbar. Also wir haben halt keine Angriffe mehr seit dem Tor. 10 Minuten lang. Mit einem Mal mehr kann man da ein bisschen mehr erwarten. Let's go. German direkt mit einem Pass für Eggestein, der auf Vried. Aber Ferreira grätscht das Ding zur Ecke ab. Vried macht die Ecke, okay. Schade, German kann das Ding nicht mehr anscheinend drücken. Wir haben direkt die nächste Möglichkeit, komm auch eine gute Chance, wieder eine Ecke. Ich weiß ja nicht, also Vried wird wahrscheinlich der beste Schütze sein, sonst würde er hier nicht ausführen, aber schon ein bisschen wasted, dass der dann nicht im 16er ist. Egal. Ah, schade, Edzold mit hier mit dem Kopfball hier. Die wechseln Ferreira aus, dafür kommt Prietl rein. Sehr interessant auch. Okay. Nächste gelbe Karte. Wieder für den Innenverteidiger Behrendt an der Stelle. Ich glaube, die haben in der Abwehr generell so ein bisschen gelb, ne? Also, ja. Eine gelb-rote haben sie schon. Dann noch zwei gelbe hinten in der Abwehr. Und womit? Mit Recht. Ja, schön. Okay, dann erhöhen wir hier jetzt nochmal alles auf Full, was wir machen können. So. Abwehrreihe nach vorne und voller Angriff. Ah, das tut weh. Das ist halt schade, dass wir hier nicht mehr rein. Also, dass wir. Nee, bitte nicht. Dankeschön. Dass wir jetzt auch nicht mehr irgendwie nach vorne kommen, gerade so wirklich. Das fuckt mich schon ein bisschen ab mit einem Mann mehr. Und wir kriegen den Elfmeter. Let's go. Vried, bitte mach den. Du kannst Elfmeter. Bitte. Oh, bitte lass nicht mich hier schießen. Let's go, Vried. Ja, Oji Vried. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Der macht den rein. Nice one. Okay, zum Glück, Vogelsammer bekommt keinen vernünftigen Kopfball zustande. Nach der Flanke von Jong. Und noch 10 Minuten in Überzahl. Könnte theoretisch noch für ein Tor reichen eigentlich. Vried spitzt die Kugel vor. Ja, okay, Ecke wieder. Nehmen wir aber auch mit den Eckball. Und wir haben noch eine gute Chance durch die Ecke. Let's go. Ja, okay, Ferste wird das Ding gewinnen. Man kennt's. Ah, man kennt's, man kennt's. Wir haben den guten Ball hier, also einen roten Ball ist immer nice, aber jetzt hier die Ecke für die Gegner. Knipping klärt das Ding. Und Kieschner bringt auch die Ecke herein, genauso wie die Flanke davor. Puh, wie sieht es von den Noten her aus? Ja, krass, ne? 1,0 dafür German oder was? Krass. Bringt uns leider nichts, nochmal voller Angriff. Komm, ein Angriff noch. Einen, bitte einen. Let's go, let's go, das ist es. Das muss es sein. Nanzig flankt. Oh, bitte. Ich fasse es nicht. Es ist for real. Das Tor Michel macht das 3 zu 2. Per Vorlage von Vried. Flanke von Nanzig auch stark. Und wir machen wieder in der letzten Minute Last-Minute-Sieg hier. Und das natürlich dann auch in Überzahl. Das darf man nicht vergessen. Aber wir klettern wieder um einen Platz nach oben. Und sind sogar nur noch 3 Punkte hinter Bielefeld auf Platz 3. Das ist krass, Alter. Und stehen jetzt im Moment auf Platz 6. Also,
anders wild, wie die Rückrunde hier abläuft. Ich meine, wir haben uns auch sehr gut verstärkt in meinen Augen. Mit Vrieth vor allem einen Stürmer geholt, der richtig trifft. Jetzt haben wir 4 Siege in Folge auch, davor unentschieden. Ja, haben wir wieder einen 2-Tore-Rückstand aufgeholt. Wie gesagt, natürlich auch geholfen dadurch. Also uns wurde natürlich auch unter die Arme gegriffen durch die gelb-rote Karte von Hartherz. Aber am Ende haben wir noch gewonnen. Michael ist in der 11 des Tages, ist sogar Spieler des Tages. German auch mit 1,0 natürlich damit drin. Wobei er hat am Ende die 1,0 behalten. Ja, hat er sogar. Krass, Mann. Ja, Vrieth wieder Tor und eine Vorlage. Braucht man auch nicht viel mehr zu sagen. Der ist ein absoluter... Oh, guck an. Fabian Ring ist ja ein ehemaliger von uns. Wechselt jetzt nach Portugal. Krass, Mann. Ja gut, ist halt ne, nicht wirklich interessant eigentlich von der Stärke her. Dementsprechend schon komisch, dass er... Also freut mich für ihn, dass er einen neuen Club findet. Ne? Ist ja, glaube ich, aus unserer Jugend gewesen. Aber ja... Genau. Ich würde sagen, Leute, wichtiger Sieg und wir gehen rein ins Spiel gegen Dresden. Auch ein wichtiges Spiel natürlich. Wir gehen rein, wir wollen ihnen natürlich den Spaß am Fußball nehmen. Michael von Anfang an heute dabei, hatte das Siegtor im letzten Spiel geschossen, hat eine 17er Form. Dementsprechend rein in die Startelf mit ihm. Ja, die ersten beiden Möglichkeiten direkt auf Seiten der Dresdner natürlich. Stark an der Stelle. Haben wir jetzt aber unsere erste Großchance direkt. Gerade noch das Verhindern. Schade. Ja, ich find's auch gut, dass nicht mehr da steht. Einfach nur, dass gerade so das 1-0 verhindert wurde. Ja, egal wer es war, so juckt ja nicht, ne? Ist ja kein Tor gewesen, so. Stark auf jeden Fall. Devernic ist wieder dabei, von seiner Sperre zurück. Schubert reagiert hier glänzend, das freut mich. Ja, sieht auf jeden Fall ganz gut aus, würde ich sagen. Von den Gesamtstärken her, German von Anfang an hat auch eine richtig gute Form. 1,0 ja im Spiel gehabt im letzten. Dementsprechend gleich reingerückt in die Startelf. Schade, Bachmann schießt hier vorbei aus 20 Metern. Vorher Chris Löwe ausgetanzt, so ein bisschen. Tim Borst ist im Tor der Dresdner am Start. Krass auf jeden Fall. Passiert relativ wenig im Moment. Jetzt haben wir immer wieder eine Möglichkeit. Michi zum Abschluss, aber ja. Borst pariert und der Nachschuss liegt drüber. Schade, schade. Und wir klären hier zur Ecke nach der Situation von Leon Sommer, der eigentlich schussbereit war, aber zu lange gebraucht hat. Zum Glück Löwe jetzt mit einer Großchance nach einer Ecke. Eine Kerze im eigenen 16er ist, glaube ich, nicht gut. Ja, das tut weh. Wahlquist kann da das Ding einköpfen. Fehler von Balerdi und von Schubert. Erstes Saisontor auch für ihn. Das freut mich natürlich an der Stelle. Ja, geil auf jeden Fall. Wir haben mal direkt auch eine gute Chance mit einem Eckball. Nicolau blockt die Flanke oder den Schuss von Bachmann ab. Ecke von Traoré. Ja, wird geklärt. Von Nicolau, wer sonst. Ja gut, schade. So viel zum Thema gute Chance. Habe ich auf jeden Fall gefühlt. Jetzt haben wir die nächste gute hoffentlich. Ganz starke Einzelaktion, ist immer nice. Ja, ah, easy. Alter, Vrieth macht das da vorne so im Alleingang. Das ist zu wild einfach. Was der da vorne abzieht. 25. Saisontor. Holy shit, Alter. Holy shit. Ach du Kacke, Mann. Der Typ ist echt overpowered, habe ich das Gefühl. Also was der hier scored... ist nicht mehr normal. Wir hatten uns doch so viel vorgenommen, sage ich. Ich meine, so schlecht sieht es ja nicht aus. Wir haben zumindest noch den Ausgleichstreffer gemacht vor der Pause. Ja, was? Er hat uns 2,5 und hat ein Tor gemacht. Ach, come on, hör auf. Michel, motivieren wir. Wer hat noch nicht so krass? Ja, Imshake, hier motivieren wir auch. Los. Bringt nichts, schade. Motivieren wir nochmal Schubert. Gibt auch nochmal Moral dazu. Von der Frische her sieht es eigentlich auch ganz nice aus. Let's go. Alle im 90er-Bereich jetzt hier. Form sag ich schon. Stimmung und... Ruhe bewahren. Stimmung und Teamwork sieht auch wieder ganz okay aus. Wir bleiben bewundernswert ruhig auf Ehre. Man kennt uns nicht anders. Let's go. Danke Schubert, Ehrenmann. Ja, können wir jetzt mal wieder hier auch ein bisschen reinkommen, bitte? Nicht nur die Gegner, danke. Nein, nicht... Danke, Schubert, mal wieder. Nicht so geil vom Knipping aus, wird zu tun. Jetzt passiert hier eine ganze Weile gar nichts mehr. Stark auf jeden Fall. Wechseln wir jedenfalls mal doppelt. Kommt Bachmann runter. Geht Edzold auf rechts. Michi geht auf links weg und dann auf die 8 kommt David, nicht Traoré, hier hin.
So rum besser. Ist es. Ja, so ist eigentlich noch besser, ne? Dann machen wir es so. Triple-Wechsel. Karl spielt übrigens von Anfang an. Ist jetzt nur noch ein Stärkepunkt durch die aktuelle Form hinter Nanzig. Und er ist halt so viel jünger, da kann ich den auch direkt von Anfang an spielen lassen, würde ich sagen. Lohnt sich auf jeden Fall mehr. Triple-Wechsel sollte sich hier hoffentlich auch lohnen. Ist auf jeden Fall ein enges Spiel. Und ich finde, wir machen es eigentlich im Moment gar nicht so bad. Dafür, dass sie halt auch relativ, ne, weit oben stehen in der Tabelle. Also relativ, also direkt hinter uns halt. Jetzt sind wir sogar auf 5 vorgerückt durch das Unentschieden im Moment. 2 Punkte nur noch hinter Bielefeld auf dem Relegationsplatz. Wir bräuchten eigentlich aber noch ein Jahr dritte Liga, zweite Liga. Ich denke, da sind wir uns einig. Schon wieder bei Lerli in höchster Not runter von der Linie geschlagen. Oh, let's go. Und schon wieder rettet Balerdi dadurch. Oha. Oha, Alter. Auch wieder eine 2,0. Sehr, sehr nice. Jetzt haben sie eine Verletzung. Wird wahrscheinlich ausgewechselt. Die haben ja noch einen Wechsel. Klingenburg geht runter dann. Naja. Ja, ja. Let's go. Großchance, come on. Stark vorgetragener Angriff ist, glaube ich, nicht so geil. Leider. Ja. Das tut weh. Manfred, Alter. Oberfunter, den wollte ich auch erst holen. Eine 62. Den wollte ich auch erst holen, habe mich dann dagegen entschieden und David geholt. Glaube nicht so eine schlechte Idee, denn David, ja, hat 67, ja 62, das ist schon nicht so schlecht. Form natürlich auch immer noch dabei, ne, darf man nicht vergessen, aber trotzdem. Wobei bei David ist ja im Moment die Form nicht mal so krass. Let's go, Ecke. Leider sicher zugepackt von Tim Boss. So ein geiler Name. Wir sind, wie gesagt, immer noch auf 5 dann sogar. Das, überleg mal, wenn wir jetzt einfach, wenn wir ein Tor machen würden, wären wir einfach punktgleich mit dem dritten. Jetzt bitte erstmal keins kassieren, das wäre auch nicht so schlecht. Volles Risiko, hämmert Volley aufs Tor. Oh nein. Tut weh. Tut weh. Ja, gut, das Ding ist, also Sieg wird es auf jeden Fall nicht mehr. Vielleicht können wir noch mit dem Last-Minute-Ding den Unentschieden, das Unentschieden rausholen. Ecke mal wieder, Stiepermann. Präzise, ja, let's go. Bitte. Gut köpft, aber nicht gut genug. Nein. Ach, Mann. Oh, das tut weh. Jetzt haben wir mal hier mehr oder weniger Last Minute. Ne? 4-5 Minuten vorm Ende. Ja. Das Tor kassiert, das uns den Punkt gekostet hat. Tut, wie gesagt, weh. Ja. Ist bitter. Hätte nicht sein müssen. Wir hätten auch viel früher selber das Ding schon entscheiden können auch. Beziehungsweise einfach mal in Führung gehen können. Sehr gute gewählte Schriftfarbe hier auf jeden Fall bei Darmstadt gegen Cottbus auf dem Ticket. Ja, schade, tut weh. Ich meine aber im Endeffekt, ich sag's nochmal, das war schon letztes Jahr so in der dritten Liga. Es ist eigentlich gut, wenn wir noch ein Jahr zweite Liga spielen würden. Das würde uns gut tun, sind wir ehrlich. Weil noch direkt hoch, dann RIP. Ich dachte zwar jetzt schon, dass es RIP wäre, aber dann wäre es extrem RIP. So, safe. Let's go in dieses Spiel. Ich glaube, das letzte Spiel für heute gegen Darmstadt, die direkt mal eine Chance haben. Aber kam zu einer Fossor, deswegen alles cool. Alles gut, Schubert ist da. Der macht es schon. Nächste Chance direkt. Dosun verlängert das Ding, aber der Abschluss von Osegovic ist eine leichte Beute für unseren Markus im Tor. Geht auf jeden Fall nicht so nice los. Jetzt haben wir mal eine Möglichkeit. Durch eine Ecke stieb man auf dem rechten Flügel heute unterwegs und direkt easy. Easy, super sagen wir. Balerdis zweites Saisontor direkt. 7. Vorlage mittlerweile schon für Stiepermann. Richtig, richtig nice. Freut mich. Auch dass Balerdis zweites Tor schon ist jetzt einfach. Krass, Mann. Ja, das ist ein guter Transfer gewesen, würde ich sagen. Läuft auf jeden Fall schon mal ganz gut. Einwurf hier von Bachmann. Und ich glaube, das ist ein Tor. Let's go. Traoré auf Ried. Bachmann mit dem Einwurf zuvor. Nice one. Nice. One, die Winterneuzugänge stechen allesamt innerhalb von 7 Minuten. Let's go, Mann. Ecke für uns, dann direkt im Anschluss nochmal hier. Stiepermann mal wieder natürlich. Ah, knapp übers Tordreieck hinweg, schade. Ein Punkt stand jetzt hinter Bielefeld. Oha. Okay. Traoré, Flanke aus dem Halbfeld. Und Stiepermann reagiert blitzschnell. Tor. Let's go, Stiepermann, Alter. Stark. Natürlich Fehler auch von Dumic hier. Aber ja,
Erstes Saisontor für Stiepermann, nice, freut mich. Hat auch schon 7 Vorlagen, wie gesagt, also ist er nicht, also ne, halt 8 Scorer schon, ist auch auf jeden Fall richtig gut, dafür, dass er halt nicht mal immer von Anfang an spielt und relativ oft ein- oder ausgewechselt wird. Dafür geht das schon extrem klar. Und direkt die nächste Möglichkeit hier. Knipping schaltet sich ins Angriffsspiel ein, Eggestein scheitert jedoch an Abelski im Tor, schade. Nochmal ein Freistoß von Vrieth. In den 5-Meter-Raum geschaufelt. Ah, schade. Aber es läuft gut. Wir machen auch unser Torverhältnis langsam positiv. Also wir sind jetzt bei schon plus 3 hier angelangt. Kann man auf jeden Fall machen, würde ich sagen. 13:0 zur Pause zu führen ist auf jeden Fall nicht so schlecht. So haben wir uns das vorgestellt. Und können ein bisschen Lob verteilen. Vrieth einfach mit einer 1,0. Traoré Lob. Eggestein Lob. Karls können wir loben. Weil er die motivieren war. Ja. Wollte nicht schon wieder eine Lob bei der Note eben von Vrieth, war ja auch nicht richtig. Dementsprechend wollte ich das jetzt nicht schon wieder falsch machen. Sollte aber passen. Stimmung ist okay. Ist sogar wieder ein Ticken runtergegangen. Okay, durch die Niederlage halt wahrscheinlich. Teamwork sieht auch gut aus. Immer noch. Dementsprechend alles cool. Die wechseln direkt mal zur Pause. Oder kurz nach der Pause eher gesagt. Haben da auch eine gute Chance. Aber Abschluss. Alles easy. Alles easy. Ja, es läuft auf jeden Fall gut, ne? Es läuft auf jeden Fall gut. Ich würde sagen, wir bringen auch gleich Michel für Bachmann rein. Der hat halt gelb und ja, eh jetzt nicht so ein krasses Spiel gehabt bis jetzt. Da kann man ihn runternehmen, denke ich mal, passt. Müssen wir auch nichts riskieren hier. Ansonsten könnte man dann noch einen David runternehmen für einen German. Und Traoré die Note gönnen und, oder Edzold die Note gönnen, beziehungsweise, ja, you know what I mean. Egal, Hoeneß vor Traoré am Ball, schade. Dann wechseln wir nochmal doppelt. Kein Tor, schade. Ja, nehmen wir. Ja, komm, wir bringen mal Tachi wieder. Der hat auch schon längere Zeit nicht gespielt. Und David kommt runter. So, easy. Machen wir das so. Der Ball kommt schnell wieder zurück und der trifft den Pfosten, David. Schade, hätte er sich nochmal fast mit dem Tor verabschiedet. Aber dann halt nicht. Ist jetzt ja auch nicht so schlimm. Trotzdem auf jeden Fall ein guter Spieler. Der Spieler, für den ich die meisten Angebote einfach bekomme. So, kannst auch keinem erzählen. Warum auch immer. Also ich meine, der ist halt jung und hat eine gute Stärke, aber keine Ahnung. Ist schon ein bisschen übertrieben. Whatever. Tachi bekommt jetzt hier nochmal ein bisschen Spielzeit. Und außerdem der gute German mal wieder. Michael ja auch schon auf linken Seite eingewechselt worden. Läuft auf jeden Fall, läuft. Fleckstein kommt für Höhn. Und wir haben nochmal die Möglichkeit hier, allerdings ins Abseits gestellt von Dumic. Der es dieses Mal gut macht. Schade, Traoré fast wieder mit der Vorlage, in dem Fall für Tachi. Schade, schade. Jetzt passiert hier nochmal einiges, also ja. Ne? Gibt eine Ecke nochmal für Darmstadt auch. Grilic haben die sich geholt, okay. Was hat der für eine Stärke? 66 nur. Ein bisschen wenig. Aber ja gut, spielt zweite Liga, ne? Hätte ich aber prinzipiell mehr erwartet eigentlich. Also er ist ja eigentlich nicht so schlecht. Wobei er ist halt schon älter, ne? Welches Jahr sind wir hier? 2024 oder so? Ja. Schon einen Ticken fortgeschritten hier. Schöner Konter, aber ja. War klar. Schade, schade. Schiebermann fast mit dem Doppelpack hier. Okay, eigentlich nicht wirklich fast, aber you know what I mean. Freistoß von Traoré. Schade, Tachi. Gönnt Traoré nicht die Vorlage. Gönnt er ihm einfach nicht. Wir rücken damit auch jetzt wieder 3 Plätze vor. Sind 2 Punkte hinter Augsburg und 1 hinter Bielefeld. Düsseldorf und Pauli haben sich sowieso schon lange abgesetzt. Und ich würde sagen, Leute, das war auf jeden Fall eine mega erfolgreiche Episode. Also da kannst du dich einfach nicht beschweren. 1 Niederlage, aber 3 Siege. Und ja, ich denke auch für die nächste Saison absolut gut vorbereitet. Werden, denke ich mal, in der zweiten Liga bleiben, was ich auf jeden Fall gut finde. Und dann nächstes Jahr da komplett anzugreifen, ist auf jeden Fall wichtig. Mit der Elf, die wir dann zusammen haben, das wird auf jeden Fall nice, denke ich mal. Beenden jetzt auch gleich die Episode hier an der Stelle. Würde ich sagen, wir gucken nochmal rein in die Ergebnisse auch von der A-Jugend und so. Das finde ich immer interessant so, am Ende nochmal so als Bilanz zu ziehen. Wir können nochmal hier Karls und German loben, die auch wieder ein starkes Spiel gemacht haben. Karls jetzt mit einer 66 auch schon mittlerweile. Durch die Form natürlich auch. Ein kurzer Cut. Hier nochmal die Ergebnisse im Überblick. Wir haben ja jetzt eben schon gezeigt, wie es bei uns aussieht bei der Reserve. Ja, gut. Wir können eh nicht absteigen. 2 Punkte bei BW Berlin, Alter. Haben immerhin 14 Punkte. Ist okay, mein Gott. Ist halt die zweite Mannschaft, ne?
Oh, unsere A-Jugend ist jetzt durch die Niederlage von 1 auf 3 gerutscht. Das ist natürlich nicht so nice. Ist natürlich auch alles eng hier. Auch Köln ist noch eng dran. Also wird es nochmal spannend scheinbar. Auf lange Sicht. Das wäre natürlich cool, wenn die aufsteigen würden. Wäre sehr nice. Unsere zweite, unsere B ist im Mittelfeld. Im unteren Mittelfeld ist auch in Ordnung. Die können ja eh nicht absteigen, aber ja. Hoffentlich können die dann in der nächsten Saison endlich mal oben angreifen. Waren sie ja zwischendurch schon mal ein bisschen, aber ja, am Ende dann leider nicht mehr. Wie dem auch sei, Leute, ich würde sagen, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein und ciao.